Yasano blickt, wirft einen Blick auf seine ramponierte Taschenuhr. Sieh besser zu, dass du das Paket zustellst. Solcherlei Aufgaben sollte man besser schnell ausführen. Ja, dann leb wohl. Um jeden Preis ist eine richtige Quest. Mestre Versano, der Leiter der Valianischen Handelsgesellschaft in Trutzbucht, möchte, dass ich für ihn ein Paket zustelle. Mestre Versano hat mir ein Paket gegeben, das ich Gareth in Schenkelfuchs und ganz im Kupferweg zustellen soll. Mhm. Gut. Taucht jetzt gleich wieder Paligina auf? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na, noch keine Paligina. So, den Bereich hier meiden wir erstmal. Odas Haus. Was war nochmal Odas Haus? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Können wir aber ja gucken und herausfinden. Noch ein bisschen Reis. Aufgrund der überall herumliegenden Planken ist es unklar, ob dieses Ruderboot im unfertigen Zustand aufgegeben oder für Holz ausgeschlachtet wurde. Hm. Vielleicht hat der Typ, der es baut, einfach nur keinen Bock gerade oder keine Zeit. So, jetzt sind wir hier unten. Das heißt, wir gehen hier um den salzigen Mast herum. Sobald wir bei Oda im Haus waren. Oda. Bist du wegen meines Jungen hier? Vor deinem schmutzigen Lumpen und Mutter zerfressener Handtücher ist eine stille, bewegungslose Gestalt eingewickelt. Auf einem der Leibe hat sich ein bleichgrüner Flaum gebildet. Die Frau sieht aus, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Ihre Haare sind völlig durcheinander und unter ihren Augen liegen tiefe Schatten. Sie wirft einen ängstlichen Blick zur Tür. Ihre Augen weiten sich mit einer Mischung aus Hoffnung und Sorge. Bist du wegen derin hier? Wer? Nein, aber wenn ich dabei helfen kann, dann tue ich es. Beruhig dich und fang von vorne an. Reiß dich mal zusammen. Ich habe offensichtlich keine Ahnung, von was du da redest. Entschuldige, ich werde gehen. Nein, aber wenn ich dabei helfen kann, dann tue ich es. Es geht um meinen Sohn Wade. Sein Vater ist vor 2 Tagen mit ihm zum Fischen gegangen und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Die Machbaren sind mir keine Hilfe und die Stadtwache kümmert sich heutzutage kaum noch um das Geschenk. Ich war schon bei den Docks und habe selbst gesucht, aber ich kann das Baby nicht allein lassen. Ihr Blick wandert zu einer Krippe und sie senkt ihre Stimme. Bei all der Gewalt beim Bordell wage ich nicht, ein Hohlgeborenes mit nach draußen zu nehmen. Du hast ein hohlgeborenes Kind? Die Antwort steht ihr ins Gesicht geschrieben. Weitwins Vermächtnisse sind Trutzbucht ebenso stark wie anderswo. Sie haben Angst und suchen nach einem Sündenbock und dabei machen sie keinen Unterschied zwischen diesen Frauen im Bordell und den Familien dieser armen Säuglinge. Wäre schön, wenn ein oder zwei Götter einschreiten und für klare Verhältnisse sorgen würden, aber vielleicht denke das nur ich. Sie seufzt und beobachtet die stille Wiege. Ich schätze nicht, was in Mays Haus vor sich geht, aber diese Angriffe werden uns sicherlich nicht die Gnade der Götter einbringen. Sie haben nur bewirkt, dass es noch schwerer ist, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Erzähl mir mehr über ihr Verschwinden. Was willst du wissen? Erzähl mir über Derin. Der Geist eines Lächelns flackert über ihre Lippen. Er ist ein tapferer Bursche, aber vielleicht etwas zu kühn, als gut für ihn ist. Aber er ist immer ein pflichtbewusster Sohn und ein sanftmütiger Bruder gewesen. Er hat dunkle Haare, schnelle Augen und immer ein Lächeln auf den Lippen. Wenn du ihn findest, wirst du ihn im Handumdrehen erkennen, dessen bin ich mir sicher. Erzähl mir über Wade. Er macht ein böses Gesicht und wischt sich eine fettige Haarsträhne aus ihrem Gesicht. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass er so oft nach Hause kommt, oder ob ich es bereuen soll. Er vergeudet den Großteil seiner Zeit und all unser Geld beim Saufen im Bordell. Das ist schon immer so. Ihr Blick kehrt zur stillen Krippe zurück. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Wade nahm Derin mit zum Fischen in den Docks. Das war vor 2 Tagen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich war schon bei den Docks, ich habe selbst gesucht, aber ich kann das Baby nicht allein lassen. Ihr Blick wandert zur Krippe. Bei all dem Gewalt beim Bordell wage ich nicht, ein Hohlgeborenes mit nach draußen zu nehmen. Ich komme, falls ich was finde.
Osa schließt ihre müden Augen, wahrscheinlich zum ersten Mal während der letzten 2 Tage. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Heutzutage habe ich nicht viel zu geben, aber Ondra möge dich für alles segnen, was in deiner Macht steht. Ja. Tapferer Derin. Ein kleiner Junge namens Derin ist in Ondras Geschenk verschwunden. Odas Sohn Derin ist schon seit 2 Tagen verschwunden. Da sie sich zu Hause um ihr hochgeborenes Kind kümmern muss, hat sie mich gebeten, nach ihm zu suchen. Das letzte Mal sah Oda Derin, als er mit seinem Vater zu den Docks ging, um dort zu angeln. Vielleicht sollte ich mich mit den Matrosen und Fischern in Ondras Geschenk unterhalten. Mhm. Ja, als Paladin kann man keine vermissten Kinder ignorieren. Jedenfalls als die Art von Paladin, die ich spiele. Kurtisan. Liebling, du siehst aus, als wolltest du eine schöne Zeit verbringen. Ich gehöre ganz dir. Nein, danke. Oh, Blut. Schnapp dir seinen Münzbeutel und weg. Edelmann. Die ausgefallene Kleidung des Meisters ist zerrissen aus seinem frischen Schnitt. Über seinen Augen stimmt Blut. Er versucht sich hochzustemmen, aber sein Arm zittert. Er zuckt vor Schmerzen zusammen. Ihm aufhelfen. Danke, er schnappt nach Luft und erhebt sich. Mein Kopf. Was ist passiert? Ich kann es nicht fassen, dass sie dich einfach mitten auf der Straße angegriffen haben. Soll ich diesen Schlägern eine Lektion erteilen? Was ist passiert? Er betupft seine blutige Nase vorsichtig mit einem Seidentuch. Ich war nur auf meinem Weg zum Club. Er streckt ein Bein langsam aus und verzieht wegen seines aufgeschürften Knies das Gesicht. Das hier ist kein gutes Stadtviertel, aber der Pöbel ist noch nicht gewalttätig gewesen. Selbst eine Nacht mit Iqbali, das ist das hier nicht wert. Er hinkt von dannen. Hi Fischer, die Flut ist da. Wenn du runter zur Küste willst, dann musst das bis Tagesanbruch warten. Ja, das ist eine der netten Sachen hier, wo man sieht, dass sie sich etwas Mühe gegeben haben, weil in Ondras Geschenk gibt es wirklich Ebbe und Flut. So, ich gucke mich erst im Außenbereich fertig um. Noch ein zerlegtes Boot. Aufgrund des... Ja, ist derselbe Text. Und es gibt hier verdammt viele krumme Dinger. Also krumme Stege. So, hier ist noch unsere spezielle Gasse. Der Matrose ist im Eimer. Ja, hier ist Kurnt. Und da hatten wir einen Zettel. Mal gucken, wo war dieser Zettel? Der müsste hier gewesen sein. Nein, gekritzelter Brief war es nicht. Angekauter Brief auch nicht. Zerfetzte Notiz. Ich brauche dich, um unsere Beute für den Verkauf an Kunst zu liefern. Er wird nicht mit dir sprechen, außer du sagst die Worte Ik Libeon Elifton. Du findest ihn nachts in Ondras Geschenk. Ja, das ist der Typ hier. Eine gültige Gestalt hing gegen eine Mauer. Als er dich bemerkt, stellt er sich gerade hin und gebietet dir, mit erhobener Hand stehen zu bleiben. Wenn du die Worte kennst, so sprich sie aus und wir können Geschäfte machen. Wenn nicht, dann habe ich nichts zu sagen. Welche Worte? Dann haben wir nichts miteinander zu schaffen. Pack dich fort. Mit argwöhnischen Augen betrachtet dich der Mann unter seiner Kapuze. Du bist zurück, kennst du die Worte? Ich Nibion Eldifeon. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Ich bin Kurnt, der Mitternachtskaufmann, wie mich manche nennen. Ich handle mit empfindlichen Gütern. Ich muss Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Also jetzt lass uns Geschäfte machen. Ja, der ist der Edelsteinhändler, aber wirklich der Edelsteinhändler. Also, das ist Kund.
Dum di dum di dum. Andras Geschenk. Kund. Nacht. Kund hat Edelsteine. Nachts. So. Gut. Und hier kommen wir wieder beim Eingang raus. Das heißt, wir nehmen uns erstmal eine nach dem salzigen Mast. Auch wenn das vielleicht nicht die beste Unterkunft ist, die wir nehmen können. Nothing like this in Gilded Vale. Just Walleruna the Milkmaid. She knew what she was doing. So etwas gibt es in Goldtar nicht, nur Walruna die Milch mag, sie wusste, was sie tut. Cod, watered ale and prostitution. A bastion of Deerwood and culture. I hope you aren't expecting to find the Leaden Key in here. Visit new lands, see the sights. I do love travel. Now to find a home for my other staff. Okay, Durins Bemerkung ist die geilste in dem Fall, ganz ehrlich. Hallöchen, Jungs. Sagt die da, aber ja. Erstmal Ideas Kommentar. So etwas gibt es in Goldtal nicht, nur weil Runa die Milch mag, sie wusste, was sie tut. Alof. Zu stark frittierter Kabeljau, wässrige Seelen und Prostitution. Eine Bastion dürrwäldischer Kultur. Mhm. Ein neues Gesicht, willkommen im salzigen Mast, sagt die Besitzerin, also Mäh. Ich hoffe, du hattest nicht, hier drin den bleibenden Schlüssel zu finden, sagt Kanna. Sagali, neue Länder besuchen, Sehenswürdigkeiten betrachten. Das Reisen liegt mir sehr. Und du, Renz, jetzt muss ich noch ein Zuhause für meinen anderen Zauberstab finden. Mhm. Und hier sind Bordellwächter und alle möglichen Leute. Hi. Well met, friend. Ja, Mama, Frau beobachtet dich misstrauisch. Eine Hand hält sie verkrampft an ihrer Seite, aber als du dich näherst, entspannt sie sich und lächelt freundlich, wenn auch schwächlich zu. Ich sehe kaum jemanden, der so ausgerüstet ist wie du und nicht nach Streit suchst. Du suchst doch nicht nach Streit, oder? Welche Art von Problemen hast du? Ein Stirnrunzeln spielt über ihre blauen Gesichtszeichnungen, die Art, die schlecht fürs Geschäft sind. Meine schwer arbeitenden Jungs und Mädchen werden von örtlichen Schlägern belästigt und unsere Kunden auch. Sie sind nach dem Hohlgebotenausbruch aufgetaucht und haben meine Stammkunden vergrault. Sie musste dich von oben besonnen, wenn sie sich am Kinn kratzt. Kaum jemand schert sich darum, was im Geschenk passiert, aber angeblich bist du anders. Die Ritter sind zu sehr damit beschäftigt, um Duke Eva herumzuschnüffeln. Sie haben keine Zeit, sich mit uns einfachen Pöbel abzugeben. Und ich würde ihre Bürokratie sowieso viel lieber umgehen. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Mir zieht sich die näher heran. Diese Schläger ziehen in Gruppen durch die Gegend, was mir sagt, dass das keine zufälligen Vorfälle sind. Sie tippt mit ihrem großen Finger auf die Brust. Wenn du dafür sorgst, dass die Angriffe aufhören, werde ich einen sehr ansprechenden Weg finden, um dir zu danken. Sie zwinkert, verstanden? Adolf wischt sich die Hände an den Roben ab und blickt sich um. Ich würde die Belohnung lieber in Kupfer einfordern. Ich habe Fragen. Schieß los. Was weißt du über diese Angriffe? Sie winkt mit der Hand zur Tür. Du musst nur hinausgehen, dann siehst du es mit eigenen Augen. Diese Schläger warten gleich vor der Tür und belästigen jeden, der kommt oder geht. Sie schätzt sich ab. Dich aber hätten sie wohl durchgelassen. Erzähl mir mehr über dein Geschäft. Sie reibt sich ihr Genick. Angesichts all dieser Probleme läuft es nicht gut, wie ich es gerne hätte. Ich betreibe ein ehrliches Geschäft und versuche nur den Leuten ein bisschen Erholung und Entspannung zu verschaffen. Sie nickt dir zu und senkt ihre Stimme. Wenn du mir aus der Patsche hilfst, dann werde ich mich für dich um einen Sonderrabatt kümmern. Kann ich dich was anderes fragen? Ein gewissenes Grinsen legt ihre blauen Zeichnungen in Falten. Also was kann ich für ein fesches Mädel wie dich tun? Gibt es hier jemanden namens Zere? Sie lacht. Ach Schätzchen, du musst neu in der Stadt sein. Sie ist das gefragteste Mädchen im ganzen Viertel. Wenn du Zeit mit ihr verbringen möchtest, dann musst du nur fragen. Sie kostet 1000 Pfund pro Nacht, aber sie ist jede Münze wert. Zumindest sagen das die Leute. Willst du es vielleicht mal mit ihr probieren? Sie knufft in die Rippen. Besser kannst du dein Geld im Geschenk gar nicht anlegen. Vielleicht ein anderes Mal. Mit Rabatt vielleicht. Das sagen sie alle am Anfang. Ich möchte mal Erfrischung bestellen. Eigentlich möchte ich jetzt rasten.
Verfassung plus 1 und Athletik oder Gewandtheit und Wahrnehmung. Ich nehme mal Verfassung. Neue Quest, Angebot und Nachfrage. Ah, das ist die Quest. Ja, bei den salzigen Mast werden Prostituierte und Pfeiler von Staatsschlägern belästigt. Die Besitzerin May möchte dem gerne ein Ende setzen, aber die Angreifer selbst können auch Kummer haben. May, die Eigentümerin des salzigen Mast, möchte die Schläger, von denen ihre Kunden und Kurtisanen belästigt werden, gerne von mir aufhalten lassen. Sie vermutet, dass ihr Vorgehen von jemandem organisiert wird. Ja, aber jetzt werden wir erstmal speichern. Das wäre jetzt Let's Play 13. Speichern. Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.